volles Leben, aber wir hauen uns erstmal die volle Dröhnung Drogen rein. Erste Hilfekoffer ballert ja so die Rübe weg, ne? Shut up, John. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge? Zur fünften Folge von The Evil Within, und ich habe schon so viel Angst, ich möchte gar nicht mehr reden. Ich habe mir Verstärkung geholt, den Alexandro. Ganz genau. Ja. Ich kenne das Spiel selber nicht, aber wir schauen das mal rein. Ja, du verfolgst aber meine Let's Plays, weil du ein vorbildlicher Freund bist. Ja, stimmt, letztes Mal sind wir ja verreckt. Hier. Leider Gottes sind wir hier letztes Mal verreckt. Aber ich weiß ja, was wir machen müssen. Oh yeah, bitch. So. Oh, da ist noch was. So. Da. Oh, wir haben viel hier. So. Also ich weiß auf jeden Fall, okay. Aber kann ich nicht die Axt aufnehmen oder so? Wäre auch zu schön gewesen. Ja, aber. Nee, geht nicht. Das Spiel ist zu cool für uns. Okay, wir müssen nochmal nach oben. Wir sind ja letztes Mal verreckt. In Folge 4. Leider Gottes. Konnten wir ja nicht ahnen. So. Huch. Hau das Mikro weg. Mach's kaputt. Hey, mit sowas kann man richtig arbeiten. Ja, genau. So, ich weiß auf jeden Fall, dass die Fotze da drunter Schlüssel ist. So. Streichhölzer können wir nicht nehmen, aber den Glibber, die Liberty. So, jetzt. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal, alle Zombies im Umfeld zu vernichten. Da müssen wir ja eh den Kollegen Helm da befreien, leider. Und davor habe ich leider viel, viel Angst. Also, wenn ich ein Zombie wäre, ne, und so fett wäre, warum lasse ich mich einschmieren? Die Frage ist, wie schaffen die das? Warum ist der Typ da? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wollen wir ihn mal fragen? Ja, auf jeden Fall. Ja, später. Okay. Das Schaf gleich aus dem Zombie. Das sind Schweine. Ja, das ist Schwein. Stimmt. Lol, ich hab's ausgenockt. Oh, da. Hey, kannst du den. Nein. Vielleicht könntest du die Schafe so mit Händen treiben oder ein bisschen. Die Schafe? Ja, ich Schweine. No! Die sind ja doch locker nicht umsonst, oder? Vielleicht kannst du die. Doch, das ist nur zur Unterhaltung. Als ob. Hier, oh hier! Halle. Oh! Ich hab mich voll erschrocken! Oh! Weil wir die entschärfen müssen. Cool. Können wir die auch noch einsammeln? Ja. Oh, Alter, das ist so eine Bombe drin, ey. Da ist doch überall irgendwas. Überall sind Haken. Nichts ist einfach. So, warte, jetzt benutzen wir mal. Okay, wir haben keinen Heal. Okay, wir nehmen einfach Erste-Hilfe-Koffer. Wow, ich habe das erste Mal in diesem Spiel volles Leben. Volles Leben? Aber wir hauen uns erstmal die volle Dröhnung Drogen rein. Erste-Hilfe-Koffer ballert ja so die Rübe weg, ne? Noch nie so geile Drogen gehabt. So. Wer weiß, wie du den gefunden hast. Jetzt gehen wir mit voller Kraft auf die Zombies zu. Okay, da hinten ist keiner. Ich weiß auf jeden Fall, dass oben der eine Fuzzi mit dem Gewehr steht, ne? Aber der hat uns ja letztes Mal auch abgeschossen. Flasche aus. Ja, nee. Hier oben war auch ein Zombie. Der kam letztes Mal hier runter. Ach stimmt, wir müssen ja hoch und den Typen erstmal. Was macht der Hebel da? Dann kommen da oben so Zacken raus. Da. Das ist eine Falle. Warte, was kann ich nehmen? Nehmen. Ich kann eben irgendwo nehmen. Ach nee, benutzen. Ah. So, lo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 l. Sehr freundlich. Hä? Ach, hier sind keine Zombies. Machen wir voll das Drama draußen, dabei sind hier gar keine Zombies mehr, okay.
Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Oh, Alter. Das ist eine Kette, braucht mir eine Kettensäge. Also ich würde jetzt spontan sagen, lass den Typen doch einfach durch, durch die Falle da mit den Zacken locken. Vielleicht können wir ihn... Oh Gott! Lass ihn mal befreien gehen. Auch das macht er schon allein. So viel zum Thema Fesseln, ne? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab so Angst vor dem. Oh, nicht umdrehen! So. Vielleicht benutzen wir auch nochmal vorher unsere coole Armbrust. Oh fuck! Oh shit! Wo kommen die ganzen Zombies her? Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuschließen. Super, aber bringt mir jetzt nichts! Gold. Geh darüber. Oma, 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 Kokolo. Wo kommen die ganzen Zombies denn auf einmal her? Oh, nein, 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 nein! Oh, shit! Shit! Oh, shit! Soll ich jetzt mal Abstand? Aber guck mal, hier sind das Feuer gelaufen. Ja, aber ich verstehe nicht, wo... Ja, die sind da vorher, die kommen da nicht. Hä? Ist er tot? Nein, er ist nicht. Ach nee, okay. Wie konnte ich mich denn so früh freuen? Wieso? Ja, renn raus! Nein! So, wo ist er? Wo ist er? Oh, ich dachte gerade, da kommt einer hochgeklettert. Ich muss den Kerl schneller legen. Ernsthaft? Okay, wir haben nichts mehr. Gute, gute, gute Sache. Nehmen wir doch mal unsere Schrotflinte. Es bringt einfach nichts. Es juckt ihn nicht. Okay, la 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 la. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Ja, kann er. Aber nicht, wenn die besetzt ist. Schießen wir runter. Nee, nee. Stimmt. Aber der kann doch nichts machen. Er stirbt einfach nicht! Ich glaube, er gibt einen Trick, um den zu töten. Ja, aber wenn, dann bin ich zu... Oh! Yo, Bitch! Bitch! Jetzt sind wir die Kettensäge. Bitch! Die Kettensäge. Bitch! Was passiert? Aha! Aha! Ich würde lieber mal aufpassen, was das macht. Oh, ich dachte gerade. Okay. Eine Zahnung dieser alten abgenutzten. Nee, in der Zahnung dieser alten abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Schön. Geil, klingt ja richtig lecker. Das kommt besser mit. Okay. Die Überreste in Internet. Davon habe ich gar nichts mehr. Egal was. Granate hatte ich noch. Ich nehme die mit. So, jetzt müssen wir aber glaube ich aufpassen, weil hier waren noch viele Zombies. Oder sind die jetzt auch weg? Ja, also ihr Boss ist gestorben. Jetzt habt ihr alle Angst, ne? Oh cool, Spritzen. Immer ordentlich leben. Woher kommt die Kuh? Die haben Hunger, die Zombies. So, aber wenigstens haben wir das diesmal geschafft. Benutzen. Oh nein, es geht hier nicht an. Oh, ich dachte gerade. Ja, ist klar. Also Kettensäge kommt vielleicht nicht davon, dass man damit Ketten sägt, sondern eher davon, dass sich da eine Kette rumdreht. Warten Sie! Hier drüben! Nein, der Professor Warten nervt Sie. Mich! Okay. Officer, nehmen Sie mich mit! Den habe ich letztes Mal getroffen. Castellanos. Leslie müsste und, kurz vor uns sein. Wir müssen ihn das ist der Arzt von dem Behinderten. Ah, natürlich geht die Tür wieder zu, klar. Die. So wäre langweilig. Oh, Kapitel 3 überlebt! Spiel speichern. Ja, gut, und weiter geht die Fahrt. Nächstes Kapitel. Oh, ich bin so aufgeregt! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mit Kopfschüssen, Streichhölzern und Schleichangriffen spart.
Hasste Munition. Ölpfützen also auf dem Boden können mit einem Streich weg. Nee. Ja. Nee, wenn die, aber ich kann sie zum Beispiel auf den Boden klopfen, dann liegen sie und dann verbrennen. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Er hat bestimmt richtig creepy, Bruder. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Ich muss bloß ein bisschen lauter reden, ne? Knock, knock! Who's there? Wetten, hier sind jetzt auch irgendwo so Traps oder so. Was ist hier nur passiert? Todeslabyrinth oder so. Hä? Der Onkel Doktor ist hier. Abziehen, nicht zerreißen. Was kann ich denn nehmen? Ach. Da. Ach, der Mann, er ist. Ach so, eine Flasche. Du! Ach, da geht man nicht so. Hat der einen unentspannten Bruder, ey. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Brenn, 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 brenn. Oh mein Fett. Gott, oh mein Gott. Fett und ein Angriff. Ah, klingelt da. Burn, Motherfucker! So. Jetzt wird nur ein bisschen. Wenn du den Punkt verbrennst, dann zappt er. Ja, aber ich hab... Ist okay. Es juckt. Es juckt. Dieses Jucken. Ja, es juckt so sehr. Ist er jetzt wiedergekommen? Und wieder weg? Wie konnte er Valerio sowas antun? Das war nur ein Gewinn. Unmöglich. Dies Tiddies. Okay, Entschuldigung. Kann nicht wirklich sein. Alter, kannst du mal die Fresse halten jetzt? Ich habe meinen Bruder getötet, ja, und es hat Spaß gebracht. So. Untersuchen. Aha. Was? Ah! In der Leiche. Ja, zum Schluss. Ja, Das erste Mal Schüsse. Ja. Ja. Hä? Ja, ich hab da die Schlüssel. Ja, okay. Dankeschön. Ja, irgendwie schon, aber ich bin nicht stolz darauf. Ah. Oh, das Spiel ist aber auch abartig, oder? Warum ist er schon? Ich wusste, dass das passiert! Mann! Hast du dich erschrocken? Ausgelöst. Ich will noch mal in ihn, das war schön. Egal, ich habe jetzt noch einen Schlüssel, das ist gut. Oh, Alter, ich hab mich zwar nicht bewegt, aber ultra verjagt. Gesundheit. Was sind wir da jetzt noch? Ja.
Warum verfolgt mich der Arzt denn immer noch, Mann? Ich habe seinen Bruder getötet. Kannst du mich jetzt bitte hassen? Dankeschön. Naja, dann ist er alleine. Wo ist die Lampe? Ja, hier ist Liberty Dibberty. Liberty Dibberty. Oh, hier ist eine Couch für dich, Bruder. Leslie? Das kam von draußen. Ich renn doch jetzt nicht noch raus. Ja. Oh, 15 FPS. Warum sind sie eben so eingebrochen? Nee, ich geh jetzt nicht raus. Ich will erst mal gucken, was oben ist. Das wäre irgendwie nicht schlau, oder? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich werd's nicht wissen. Ich dachte eben nicht, gleich hier der Vorhang zurück ist. Er ist wieder. Ich dachte, er blutet. Hier ist noch Glibbery Dibbery. Hier in den Kisten ist bestimmt auch noch was. Ja, noch mehr Glibbery Dibbery. Oh, Blendbolzen. Ja, okay. Ich glaube, der Name sagt alles. Blenden die Gegner? Dumm. Oh, Opa, Alter, der geht mir langsam auf den Sack. Das ist der nervigste Opa, den ich... Laut, weißt du, ich drücke einfach nur Leertaste, um die Tür ganz langsam aufzumachen. Er tritt sie auf. Opa kommt einfach rein. So. Nö. Ich glaube nicht, dass der nochmal aufsteht. Hier hinter diesem Vorhang. Da steht da irgendwas runter. Da kommen nachher noch 20 Leute raus, pass auf. Ich verstecke mich jetzt vor Opa. Er findet mich nicht. Okay, der war glaube ich nicht so gut. Er hat die Augen verdreht. Der war ja behindert, ist erst besessen. Nicht so aus. Hä? So von wegen, versteckt sich das Pisschen im Schrank. Ich will meine Axt wieder haben. Damit kann ich ein. Ey, warum stehen da so Vorhänge rum jetzt hier nicht? Mach die Tür einfach auf, ey. Da, genauso wie da. Die stehen auch noch so günstig. Ja, gehst perfekt. Da vorbei und dann langt es von. Oh, diese Tür. So, jetzt wollen wir nach draußen. Und Leslie hat geschrien. Leslie! Oh, hier ist der Spiegel wieder. Hier ist wieder ein Tagebucheintrag. Du darfst vorlesen. Nee. Komm jetzt noch an dir, was du aufnimmst. Das können die Leute selber lesen. Du bist ein Arsch. Graden wir ab. Oh, mach die Tür einfach auf. Jetzt geht sie da wieder rein. Nee, diesmal geht die Frau da nicht rein, okay? Oh, noch mehr Glibbery, aber ich bin für 8500. Wohl. Hallo, Opa. LOL. Wie er nach die Hand. Nein, er macht die Tür. Ja, achso, ja. Diesmal war das ein bisschen creepy, oder? Smile. Eine Karte der Stadt, vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Ja, ich hab doch schon ein paar Kartenteile. Boah. Ah, warum ist das so eklig? Ich hasse den Tod. Oh. Auf die Eiskarte noch nicht hinterher. Nee, ich hab auch noch zwei Schließfächer. Also zwei Schlüssel. Ich hatte gerade das Lachen am Computer, aber. So, machen wir mal den auf. Was haben wir da drin? Oh, noch mehr Munition. Ist ja nicht so, dass wir genug haben. Und machen wir den da unten auf. Oh, Glibbery Dibbery. Okay. Jetzt haben wir keine Schlüsselery Dizzery mehr. Okay. So, Oma Kokolo. Wo ist sie hin? Okay, diesmal war das Herkommen schon ein bisschen komisch, ne? Okay, wir machen das so, wir gehen jetzt rein, graden ab. Dann speichern wir. Ist aber auch so unangenehm laut. Boah, wo ist sie denn schon? Ich weiß nicht. Sie ist heulen gegangen oder so. So. Er wollte mich.
Leben kann man immer gebrauchen, oder? Ich will auf jeden Fall, Schadensmultiplikator für die Schürze, ja. Feuerratte, brauchen wir Feuerratte? Ja, ich krieg mal jetzt hin. Ja, genau, ich kann. Kritische Treffer, komm. So, zack. Das war's. Nun genug Vergewaltigung. So, jetzt speichern wir. Ich habe das Gefühl, dass die Frau gleich jeden Moment um die Ecke kommt. Da habe ich voll Angst vor. Die scheiß Uhr. Ja, die ist richtig schlimm. Hä? Da lehrt das Speichern. Okay, wir können nicht speichern. Nee, das ist Speichern. Ich muss vorher noch mal sterben. Ich kann auch nicht zurück. Ach, wir können nicht speichern, weil wir hier noch irgendwas machen müssen. Ich glaube... Da hinten steht sie. Ja. Und die erzählt uns gleich wieder irgendeine Scheiße. Boah, seit wann steht da? Okay, einfach weitergehen. Einfach ignorieren. Der Schrank stand noch nicht immer da. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Ja, das ist ja tragisch. Guck mal, sie hat einen anderen Arsch. Was hat sie? Sie hat einen blutigen anderen Arsch. Lass mich los! Lass mich los! Oh mein Gott! Lass mich los! Lass mich... Ja, scheiße, ne? Oh fuck, wäre ich hier bloß nicht reingegangen! Schon hier, ne, jetzt aber auch. Nee, wir haben ein Kartenfragment. Ja, wir mussten hier rein, das war doch klar. Gut. Oh Alter, gut. Das ist so laut gut. Über die Anlage. Gut. Leslie! Bruder! Was? Also entweder ist er die Wand oder er... Ist sich selbst. Leslie, du warst bis jetzt immer cool. Mach's dir bitte nicht kaputt. Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Leslie! Nein! Wir haben Leslie verloren. Aber hey, du kannst speichern. Ja. Was ist denn mit... Was ist bloß mit Leslie los? Oh Mann! Aber ich will die Zeug, lass doch da bleiben. Ey, guck mal, Opa hat gewartet. So. Mit genug Power. Für den. Was hat der Junge für ein Problem? Da ist er wieder! Lass ihn! Oh Gott, ich hab mich gerade voll erschrocken wegen dem Ding. Was hat der Junge für ein Problem? Was ist bloß mit Leslie los, meine Damen und Herren? Doof? Er ist im Kamin. Er ist immer im Kamin. Oh ne, der geht jetzt wirklich in den Keller, ne? Professor? Was du erst heute rum? Oh, das war Leslie. Wir müssen Leslie retten. Und jetzt? Ja. Hä? Ich dachte, ich kann vielleicht irgendwie die Tür aufmachen und dahinter. Blastersplitter. What the fuck? Oh, Alter. Hier ist aber nichts mehr, ne? Okay, gut. Also, wenn wir uns schon irgendwie verstecken müssen, dann ist da unten bestimmt. Er ist da runter. Nein. Oh, wie kann denn so ein behinderter Mongo auch noch in den Keller gehen, Mann? Mann, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Und zwar. Ja, dieser Opa, irgendwas mit Anhängsel und nervig. Ich weiß schon, wie es denn irgendwas mit Anhängsel. Ja, das denke ich mir immer später aus. Oh, da ist eine Waffe drin. Was haben wir denn Neues? Ach, schade, da Munition. Ist drin. Ja. Und er ist aber da. Auf einmal bist du. Du hässlicher Mongo. Oh, hier eine Harpune für unsere Qualenarmbrust. Ja. Ja! Yay. Ja! Das fand ich alles so im Keller. Ja, von der alten Psychiatrie. Warum ist das. Oh, Nutten! Nutten!
Fotoentwicklung. Oh, da unten liegt was. Ach nee, das ist eine Flasche. Och, Mann. Oh, Leslie, Leslie hat sich bestimmt voll Mühe gegeben. Ja, er baut das da so auf, du kommst rein, trampst das. Und Alter. Leslie! Leslie! Sei Dank! Dr. Jimenez ist da! Beruhige dich! Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ja, also das ist deine Beruhige Wand. Oh, Gott! Oh, Mann! Junge, was ist da denn los? Du bist doch auch jung. Oh, Alter! Jetzt ist es. Oh. Ich bin richtig erschrocken. Aber sind Sie noch da draußen? Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher. Ich dachte, hier wäre eine Tür. Weißt du? Ja, aber, da soll ich aber das Ding war unsichtbar. Kann nicht ja, du bist trotzdem mit kann nicht raus. Gegangen. Wir müssen los. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht. Ich wollte da rum. Kann es deine Beine sehen? Kann nicht kannst mehr. Gar nicht. Kann aber der war unsichtbar. Ich war ja hier und auf einmal steht ja. Das vor mir. Das gucke ich mir nachher in der Aufnahme nochmal an, ey. Zeiten brüllen, wieso? Ja. Hä? Die Treppe ist. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Hi. Sup, Bros? Tatsächlich. Ah! Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Schießen bringt nichts, das ist ein Geist. Ja, ich würde mal sagen, 30 Minuten. Auch wenn es jetzt spannend ist, die Folge beenden wir hier auf jeden Fall. Reicht doch erst. Alter, das war ein guter Schock zum Ende auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden, weil nächste Folge wird, glaube ich, richtig spannend, oder? Wird legendär. Deswegen sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Und checkt Alex' Kanal aus. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.